ein Grundwissen über Musikgeschichte hat Hand und Fuß. Es folgt Hänschen Klein von Bach. Bisschen weiter blättert in diesem Lied, kommt die Melodie eben vom hohen gelben Wagen vor. Meine Damen und Herren, haben Sie zufällig einen deutschen Schlager parat, der Ihnen gut gefällt? Auch dieser Schlager leitet sich von Bach ab. Atemlos, ja? Helene Fischer ist ein bisschen mit Bach verwandt. Sie merken das Bild, die Metapher, ja? Fischer, wo fischt der Fischer? Am Bach, ganz genau. Atemlos durch die Nacht. Helene Fischer ist nicht gebürtige Deutsche. Geboren ist sie in Krasnojarsk. Und deswegen singe ich heute das Lied für Sie in Originalsprache auf Russisch. Singen Sie gerne mit. Божне сокорудник, кого не позуй, нужник гарни сборник, от него не знаю, но я не. Божне створгах на гугни, как болю, как буду зачешь с проводных хазню, а я не. Продне знурежну знуй, продню няню, как их разнесть, прозмуте до сродню, прижнюй. Und jetzt alle! Was ist denn da los? Atemlos, woznich zwój, brznujezno jak nutwój. Atemlos, brzuzno nutni, brnie Putin jest szachmat. Also erstmal vielen Dank und schönen guten Abend, Schröder mein Name. An dieser Stelle darf ich Sie sehr herzlich grüßen aus Moskau. Bin gerade ganz atemlos hierher gekommen, meine Damen und Herren. Ganz herzliche Grüße von meinem lupenreinen Freund Wladimir. Ich sage immer Wladimir. Sie wissen ja, diese vielen, vielen Nachnamen in Russland, die machen mich fertig. Wladimir, ja genau, danke, von Klitschko. Ganz herzliche Grüße. Nein, Putin heißt er doch, also sagen Sie doch nicht auch noch falsch ein, hör mal. Da kann ja nichts draus werden. Meine Damen und Herren, herzliche Grüße aus Moskau, auch von Edward Snowden und von diesem, na, wie heißt denn dieser andere Russe, dieser aus Moskau, darf ich Sie von, das gibt's doch nicht, von, ja genau, von Gérard Depardieu. Es war schon dunkel, als ich durch Großstadtstraßen heimwärts ging. Griechischer Wein ist ein griechisches Volkslied gewesen. Sprechen Sie ein bisschen Griechisch? Wer nicht, macht nichts. Machen wir so gemischte Griechischkurs für 200 Personen mit Pita-Brot. Hey, Drachmudraxis, Emrachfladichundrachakashimu Brachasis. Dieses Lied leitet sich eigentlich von Chopin ab, aber wer weiß, Chopin war halb Franzose, halb Pole, wer weiß, ob der nicht auch geklaut hat. Nee, Entschuldigung, also nein, nein, dass wir uns nicht falsch verstehen. Moment. Entschuldigung, nein, aus. So schlimm sind die Franzosen gar nicht. Weiß nicht, würden Sie gerne mal ein Lied in voller Länge hören? Ja, gibt's, glaube ich, auf Internet.
Ja, weil, wir haben die Zeit nicht, Leute. Erstmal da hinten, die Dame. Den Defiliermarsch mit was? Opa. Das lässt sich ja super fusionieren mit dem bayerischen Defiliermarsch. Entschuldigung. Entschuldigen Sie bitte, das hätte vorne rausgesollt. We are the champions und Azzurro, habe ich verstanden? Das ist, können Sie ja nicht gesagt haben, oder haben Sie es gesagt? Na gut. Jetzt haben wir ein bisschen Zeit verloren, ich darf beide fusionieren. We are the champions und Azzurro und eins der beiden Lieder singen Sie einfach alle mit und das wird dann schon stimmen. Was ist das? Ja, genau. Also türkisch würde ich jetzt konkret ganz gern machen, verstehst du? Hamdü zulam çuk darihim sücügalim Ecu asicam her dem halim Cugam sülem cürem börek tüm früştük Halim düzüm celarim belşilam Erdüm hazin çok halim ücüm Ücülüm her dem kebap mit alım. Schön laut. Ich höre nichts. Jetzt habe ich es gehört. Man muss das Mikro nur nahe genug. Dieses eine Lied, ich singe es Ihnen kurz vor, damit Sie wissen, welches Lied ich jetzt haben möchte. Dieses. Irgendwie so in der Art. Rufen Sie es einfach rein, es wird stimmen. Ganz bekannte Melodie. Eine ganz bekannte Melodie, welche meine ich? Ich mache es nochmal. I am sailing. Stimmt. Ja, da sagt noch jemand, ich sing schlecht vor oder so. Jetzt muss ich mir ganz blöd fragen, in welcher Sprache haben Sie dieses Lied noch nie gehört, meine Damen und Herren? Griechisch schon wieder. Jetzt können wir nicht da in Griechisch singen. Was noch? Das Chinesisch habe ich jetzt leider akustisch nicht verstanden. Polnisch war dabei. Holländisch, ja, das ist super, ey. Alle mit, ich bin Segeln. Ich bin Segeln von der Heijund, von der Dijk. Chinesisch war geboten. Da muss ich es erfüllen. Sie haben Eintritt bezahlt, meine Damen und Herren. Sie haben die Wahl. O Tongza, O Tongzi Halda, Jingzi Daijinhu, O Hot, O Chengzi Dai. Ja, mein Wunsch war das nicht. Sag mal, ich mach euch doch hier nicht den Larry. Ihr sagt da was und ich darf es dann nachspielen, oder was? Ja, eigentlich ist es so gedacht. Was war die Dame hier? Westernhagen? Oh Gott, könnte der vielleicht, dass wir Zeit sparen, dass der vielleicht O Sole Mio singt? Wäre das in Ordnung? Westernhagen, Sie verlangen heute echt alles von mir, aber ich habe ihn, glaube ich, drauf. Frage ist, ob Sie ihn im Ohr haben. Die Verträge sind gemacht. Und es wurde viel gelacht. Und der Papst war auch schon da. Freiheit. Merken Sie was? Dieser Groove passt zu allen drei Liedern, als hätten sie sich abgesprochen. Wahnsinn. Er haut an Hintern wie Apollo. Entschuldigen Sie. Und sogar weine nicht, wenn der Regen fällt. Ich möchte mich nochmal bedanken für die Einladung.
Ich sag einfach mal, es war der zweitschönste Tag in meinem ganzen Leben. Und Sie werden verzeihen, der schönste Tag war natürlich der Bundestag. Vielen Dank. Da sprechen die mich an. Einer hat gesagt, sorry, du bist der Schröder, gell? Du bist der Schröder. Er hat gesagt, also nee, eigentlich nicht, aber also ich weiß nicht, ob sie mich verwechseln. Mein Name ist André Hartmann. Ich habe früher auf dem Nockerberg beim Starkbieranstich, da auf der Bühne habe ich den Gerhard Schröder imitiert. Ja, du bist der Schröder. Aber jetzt sagt ihr mal was, jetzt pass mal Obacht. Weil der Schröder, ich finde den Schröder, den brauchst du gar nicht mehr bringen. Weil, nein, weißt du, was er da sagt? Der Schröder, der ist ja weg. Der ist ja weg. Den brauchst du gar nicht mehr bringen. Ich habe gesagt, ja, vielen Dank für den Tipp. Habe ich so noch gar nicht gesehen. Wiederschauen, ich muss gleich zu einem Auftritt. Ja, jetzt warte mal. Kannst du andere auch nachmachen oder kannst du nur einen Schröder? Weil ein Schröder brauchst du an und für sich überhaupt nicht mehr bringen. Okay? Weil der ist nach Dings ist er gegangen, Herrschaft, seit wo ist es der hingegangen? Der ist, auf jeden Fall ist er nicht mehr da. Der ist nach, Herrgott, Sakra. Entschuldigung, ich habe es ein bisschen eilig, erst nach Moskau gegangen und verkauft jetzt Erdgas. Nein, das Wort, mir nichts, Moskau. Nach Russland ist er gegangen. Nein, weil ich habe es ja selber gelesen. Der ist nach Russland ist er gegangen und den brauchst du gar nicht mehr bringen. Der ist ja weg. Was willst du mit ihm? Kannst du andere auch nachmachen? Oder kannst du nur Stütte? Ich bin Stimmenimitator, ich mache auch andere Stimmen nach, aber ich muss jetzt leider. Ja, das machst du mal einen. Jetzt machen wir andere. Kennst du den in Berlin? In Berlin, den wirst doch du nachmachen können. In Berlin. Herrgott, Sakra, wie war das der Kurs? In Berlin, da. Ich weiß nicht, Berlin, meinen Sie vielleicht Klaus Wowereit? Nein, keine Frau. Jetzt machst du mal. Herrgott, Sakra, wie hat es der geheißen? Jetzt hab ich's. Machen wir mal einen Merkel. Jetzt machen wir einen Merkel. Das möchten Sie mal sehen. Ich war wirklich baff, ja. So gern ich diesen Ort mag, aber also da sind Leute da, habe ich gesagt, Moment, Sie meinen wahrscheinlich die Frau Merkel. Ja, dann machst du halt eine Merkel seine Frau. Na, weil es mir wurscht ist, jetzt machst du eine Merkel seine Frau, aber nicht einen Schröder, gell? Den machst du nicht mehr. Ja, Sie können sich natürlich auch per Telefon einwählen. Ja, hallo? Nein, das glaube ich nicht. Inge Meißel soll das. Nein. Okay, ich versuch's. Okay, alles klar. Ja, bis zum nächsten Mal. Ich weiß nicht, wer das war, aber da war jetzt der Wunsch, dass ich das. Nein, Inge Meißel kann das nicht gesungen haben. Obwohl, stellen Sie sich vor, die Situation: Tonstudio, Inge Meißel singt das auf Platte, aber die ist so schwierig, diese Frau, dass sie nach 3,5 Stunden immer noch nicht dieses Lied im Kasten haben. Der Tontechniker völlig am Verzweifeln. So, Frau Meißel, wir versuchen das jetzt nochmal. 41. Aufnahme läuft 2 Takte voraus wie immer. Aus. Frau Meißel, da waren jetzt Nebengeräusche. Wir versuchen es gleich nochmal. 42. und läuft 2 Takte voraus wie immer. In München steht ein Hofbräuhaus. Aus. Was war denn jetzt schon wieder los? Frau Meißel, das war immer noch nicht richtig im Rhythmus. Können Sie sich nicht noch ein bisschen mehr am Rhythmus orientieren? Ja, also dieser Rhythmus kann sich ja auch mal nach mir richten. Ist in Ordnung, wir versuchen das reinzuschneiden. 43. läuft 2 Takte wie immer voraus und bitte. Wie viele Takte? Aus.
zwei Takte voraus, wie immer, Frau Meisel. Ja, aber nicht in diesem Ton, ja? Liebe Frau Meisel, ich bin nicht lieb und das werden Sie gleich zu spüren kriegen, wenn ich meine Handtasche finde. Ist in Ordnung, wir versuchen es mal ganz locker. 44. Aufnahme, Band läuft, zwei Takte voraus, wie immer. In München steht ein Hofbräu. Aus. Frau Meisel, Sie müssen einfach früher einsetzen. Nein. Daran liegt es nicht. Gucken Sie mal. Eingesetzt waren Sie ja schon. Die Platte ist nie erschienen. Dankeschön.